Der antike Philosoph Aristoteles beschreibt den Menschen als ein Wesen, das unaufhörlich danach strebt, die Welt und sich zu verstehen. Aber was heißt es, zu verstehen? Jeder Mensch hat eine intuitive Vorstellung davon. Die einen sehen im Verstehen eine lebenslange Aufgabe, die nie ganz gelingt. Andere wiederum glauben, dass Verstehen durchaus gelingen kann. Dazu braucht es lediglich den Mut, den eigenen Standpunkt zu verlassen, um die Welt durch andere Augen zu sehen. Bei all diesen unterschiedlichen Antworten stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es ein richtiges Verstehen überhaupt gibt. Oder ist Verstehen immer von kultureller und geschichtlicher Prägung abhängig? Was als richtig oder falsch verstanden wird, hängt dann immer von der jeweiligen Perspektive ab. Auch die Philosophie hat seit jeher versucht, das Rätsel des Verstehens zu lösen. Im 20. Jahrhundert haben sich dabei zwei Philosophen besonders hervorgetan, Martin Heidegger und Hans-Georg Gadamer. In der heutigen Sendung geht es darum, welche Antworten Heidegger und Gadamer auf die Frage geben, wie können wir das Verstehen besser verstehen. Darüber spreche ich mit einem Gadamer-Experten, dem kanadischen Philosophen Jean Grandeur. Von Grandeur wollte ich zunächst einmal wissen, was ihn eigentlich am Problem des Verstehens so fasziniert. Was mich am Verstehen fasziniert, ist, dass Verstehen ist das, was wir sind. Wir sind verstehende Wesen. Sie kennen ja den ersten Satz der Metaphysik des Aristoteles. Alle Menschen streben von Natur aus nach Verstehen. Und wir streben nach Verstehen. Wir sind verstehende Wesen. Das ist übrigens der Name unserer Spezies. Homo sapiens heißt mehr oder weniger das Wesen, das versteht, das verstehende Wesen. Aber wir streben nach Verstehen und das Streben nach Verstehen setzt voraus, dass wir nicht immer verstehen. Ein Philosoph, der sich insbesondere mit dem Phänomen des Verstehens beschäftigt hat, der auch in ihren Arbeiten eine sehr zentrale Rolle spielt, ist Hans-Georg Gadamer. Was hat Sie eigentlich an diesem Denker so fasziniert, dass Sie den Weg von Montreal nach Heidelberg, den Weg von Kanada nach Deutschland gesucht haben, um mit diesem Denker ins Gespräch zu kommen? Mir gefiel seine Art zu philosophieren, weil er eine Philosophie des Gesprächs entwickelte. Er hat mit der Tradition der Philosophie das Gespräch weitergeführt, während fast alle anderen Philosophen mit der Tradition der Philosophie, mit der Geschichte der Philosophie abräumen wollten. Und bei Gadamer war der Wunsch nach einem radikalen Neuanfang nicht da. Also das können wir überhaupt nicht in der Philosophie. In der Philosophie setzen wir immer ein Gespräch fort. Und das hat mich schon angesprochen, denn das entsprach schon meiner Erwartung an die Philosophie. Und überhaupt, das war ein sehr sympathischer Mensch, ein sehr offener Mensch. Jemand, der einem zuhört. Also Sie kennen die Tendenz der Professoren, der Philosophen, die einen Monolog halten. Und Gadamer war wirklich jemand, der sich auf den anderen einließ. Und also er resümierte seine Philosophie in einem Wort. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das ist das sokratische Wort. Ja. Aber was geschieht, was passiert mit mir, wenn ich weiß, dass ich nicht weiß? Ich öffne mich für andere Perspektiven. Und das ist für ihn die große hermeneutische Tugend, dass man sich dem anderen, der anderen öffnet, weil man um seine Grenzen weiß, weil man weiß, dass man sich immer einseitig und unvollkommen und sehr unvollkommen versteht. Ja, Sie kennen das berühmte Wort von Gadamer, die Seele der Hermeneutik, die Seele seiner Philosophie besteht darin, dass der andere Recht haben kann, Recht gegen mich. Weil meine Subjektivität, meine Selbstbesinnung ein Zerspiegel sein kann.
Und ich würde sagen, die Philosophie des Jahrhunderts hat das bestätigt, dass er die Ideologiekritik auch bestätigt, nicht wahr? Wenn ich vertrete immer die Interessen meiner Klasse, ich vertrete immer die Interessen meines Genders und so weiter. Und das ist dann, geht in alle Richtungen hin. Und Gadamer stimmt dem zu. Ja? Beim Verstehen geht es bei Gadamer also um die Haltung der Offenheit. Dies fasst er einmal in dem Satz zusammen: Man kann nicht verstehen, ohne verstehen zu wollen, das heißt, ohne sich etwas sagen lassen zu wollen. Wer nach Gadamer so vorher schon alles weiß, verschließt sich und braucht nicht zu verstehen. Verstehen ist wie ein Spiel. Erst wenn man sich dem Spielgeschehen ganz hingibt, kann das Spiel gelingen. Wer hingegen das Spiel kontrollieren will, etwa durch Schummeln, ist nach Gadamer ein Spielverderber. Ähnlich ist es beim Verstehen. Verstehen setzt für Gadamer voraus, die eigenen Vormeinungen aufs Spiel zu setzen. Nur so ist man für andere Ergebnisse und neue Erfahrungen offen. Für das Verstehen wie für das Spiel gilt daher, nicht wir beherrschen den Ausgang des Spiels, sondern das Spiel beherrscht uns. Das Verstehen ist das sich ins Spiel hineinziehen lassen. Wir sind nicht Herr des Spieles. Ja? Gadamer sagt, Spielen heißt immer gespielt werden. Ja? Und Sie wissen, dass Gadamer ein leidenschaftlicher Tennisspieler war. Ja? Was passiert, wenn man ein Tennismatch spielt? Ja? Sind wir Herr des Geschehens? Ja, wenn man gut spielt, wenn man gewinnt. Aber wir antworten auf den Anschlag des anderen. Wir antworten auf die Situation des Spieles. Das ist ein Geschehen, in das wir uns hineinziehen lassen. Was heißt das dann für das Verstehen? Also, dass in der Situation des Verstehens wir so etwas wie keine Kontrolle darüber haben, wo wir letztendlich landen? Wir suchen zu verstehen. Aber wohin das Verstehen führt, das können wir nicht vorhersagen. Und das Spiel muss sich abspielen, muss sich entwickeln, muss sich entfalten. Und im Spiel gibt es immer ein Risiko, ein Wagnis. Man lässt sich auf ein Spiel ein. Ja. Ein Gespräch. Wer weiß, womit ein Gespräch endet. Ja. Das wäre kein Gespräch, wenn man es vorher wüsste. Das wäre ein Verhör, das wäre ein Abfragen, das wäre kein Gespräch. Und Verstehen hat Gesprächscharakter und das hat Gadamer betont. Ja. Es gibt das zwischenmenschliche Gespräch, also, aber es gibt auch das Verstehen von Texten. Und Gadamer sagt, wenn ich einen Text verstehe, trete ich in ein Gespräch mit dem Text. Und Gadamer wurde sehr davon fasziniert. Und Gespräch ist die Vollzugsweise der Sprache, aber auch die Vollzugsweise der Philosophie. Der wichtigste Philosoph für Gadamer war natürlich Plato. Plato hat nur Gespräche geschrieben und das hatte Modellcharakter für Gadamer. Wann gelingt ein Gespräch? Wenn wir verwandelt werden. Wenn wir nicht dieselben sind am Ende, wie wir am Anfang waren. Also, das war ein gutes Gespräch. Das war ein gutes Gespräch heute. Das sagt man, wenn man etwas gelernt hat, wenn man seine Horizonte erweitert hat, wenn man sich selbst besser verstanden hat und wenn man den anderen auch besser, die anderen besser verstanden hat. Es gibt keine Kriterien des Gelingens. Es geschieht. Es war ein gutes Gespräch. Es war eine gute Begegnung. Kann man nicht vorher sagen. Warum sind Prüfungsgespräche keine guten Gespräche? Ja, weil der Prüfer da erwartet, dass Sie die richtige Antwort geben. Das gibt es im Gespräch nicht? Nein. Hat es man auch lässt sich von der Antwort überraschen. Also, es ist nicht ein Abfragen, ein Gespräch. Also das heißt, also, da kommt dieser Geschehenscharakter ins ja, Gespräch. Ja, es kommt darauf an, wer der Prüfer ist. Ja? Sie wissen, dass Gadamer selber Prüfungen gemacht hat und er pflegte den Kandidaten, also den Examenskandidaten, Fragen zu stellen, auf die er selber nicht die Antwort wusste. Ich würde sagen, nur Gadamer konnte das tun. Nicht wahr? Und er wollte erfahren, wie die Geprüften mit dieser Frage fertig wurden und etwas davon lernen.
also große, unlösbare Fragen in der Philosophie. Und die hat Gadamer immer wieder in den Prüfungen gestellt. Absichtlich. Also das war pädagogisch sehr schwer für die Geprüften, nehme ich an. Aber für die Gesprächssituation sehr ergiebig. Für Gadamer gleicht Verstehen also einem Spiel, in das man hineingezogen wird, einem Gespräch, auf das man sich einlassen muss, um verwandelt zu werden. Am Freiburger Münstermarkt wollte ich jetzt von den Leuten wissen, was sie unter Verstehen verstehen. Unter Verstehen verstehe ich die Bereitschaft, mich in einen anderen Menschen reinzuversetzen, die Perspektive zu wechseln, andere Ideen in meine Welt zu lassen und Hintergründe zu erforschen. Ja. Kann man ohne diese Hintergründe jemanden überhaupt verstehen? Kann man mit diesen Hintergründen jemanden wirklich verstehen? Mhm. Kann man überhaupt jemanden wirklich verstehen? Glauben Sie das nicht? Also ich glaube, wir können, wenn wir uns viel Mühe geben, nah rankommen. Aber ich glaube nicht bis zum Kern durchdringen. Ich glaube, die Menschen haben immer mehr Schwierigkeiten damit, weil die sich, glaube ich, selber nicht mehr verstanden fühlen. Mhm. Und sich vielleicht auch selber nicht mehr so gut verstehen können. Mhm. Woran liegt das, glauben Sie? Ich glaube, wir haben verlernt, uns selber zuzuhören und somit auch dem anderen. Und das, glaube ich, ist das, ja, die Grundvoraussetzung. Ne? Ich muss ja erstmal die Informationen des anderen bekommen, auf welchem Kanal auch immer, um überhaupt in das Verstehen geraten zu können. Also ich habe das als Nicht-Deutsch-Muttersprachlerin festgestellt, dass wenn man mich verstehen möchte, im Rahmen meiner Sprachfähigkeiten und Unfähigkeiten. Es gibt zwei Positionen, die entgegengesetzt werden. Verstehen wollen oder nicht verstehen wollen. Also ob man einen guten Willen hat. Ob man so eine wohlwollende Haltung haben möchte oder halt nicht. Und davon hängt vieles ab. Natürlich, wenn man dem anderen zuhört und nicht nur auf seine eigene Meinung immer nur das ist richtig, man muss auch zuhören. Ja. Wie findet ihr das in jetzt eurer Generation? Ist es eher eine Haltung, die verbreitet ist oder eher? Absolut nicht. Ja? In unserer Generation ist es mehr so, dass wir einfach unser eigenes Ding machen, auf uns selber hören und so auf die Meinung anderer Leute scheißen. Ja? Ist das schwierig für euch? Nein, das ist so eine Lebensweise. Man macht es einfach. Man macht es einfach. Es ist halt, wir machen einfach unser Ding. Also ich habe im Moment ja das Problem, die Altersschwerhörigkeit. Was heißt schwerhörig ist eigentlich, das betrifft ja auch wohl das Thema, der falsche Ausdruck. Es müsste eigentlich heißen schwer verständlich. Ich höre nämlich sehr viel. Das Problem ist nur, wenn Nebengeräusche sind, verstehe ich es nicht. Ja. Verstehen hat bei mir mit Verstand zu tun. Ja. Etwas, das ich kognitiv verstehe. Ja. Ich denke, alles hat dann seine Grenzen. Wobei jetzt für mich persönlich, ich denke, ich kann relativ viel verstehen. Ob ich es dann gut heiße, ist nochmals eine andere Geschichte. Was verstehen Sie unter dem Begriff Verstehen? Verstehen ist für mich, dass man mit Menschen kommuniziert und dass man sich versteht, dass man miteinander redet. Ja? Und nur wenn wir reden, kommen wir zum Ergebnis und können Aggressionen abbauen. Was hindert uns daran, miteinander zu reden? Bei Fremden einmal, wir sind sehr zurückhaltend in Deutschland. Mainz ist anders, aber die anderen Städte ist schon, dass man setzt sich nicht zu jemandem einfach dazu. Ja? Und innerhalb dem Bekanntenkreis und was man so kennt, da sind halt in der heutigen Zeit so viel Kontroversen, ja? Weil die einen allein von dem Ukraine-Krieg, ja? Oder wenn es um die Pandemie geht. Ja? Der eine hat eine andere Meinung wie der andere. Und da ist oft schwer, miteinander zu kommunizieren und auch Menschen zu überzeugen. Ja? Also man soll nicht unbedingt überzeugen, man soll sie einfach seine Meinung einfach und nett darlegen und der andere soll seine Meinung reflektieren. Und dann kommt man vielleicht zu einem Ergebnis. Auf dem Marktplatz wurde die Frage, was Verstehen bedeutet und wie es gelingen kann, unterschiedlich beantwortet.
Die Disziplin, die sich in der Philosophie mit dem Problem des Verstehens beschäftigt, ist eng mit Gadamer verbunden, nämlich die Hermeneutik. Auf ungeklärte Weise hängt der Begriff Hermeneutik mit dem griechischen Götterboten Hermes zusammen. Eine der Aufgaben des mythischen Gottes war es, zwischen Olymp und Menschenwelt so zu vermitteln, dass die Menschen die göttlichen Botschaften verstehen. Der gleichen Aufgabe widmet sich die klassische Hermeneutik. Sie versteht sich als die Kunst, Texte richtig zu verstehen. Diese Kunst wird immer dort gebraucht, wo jemand den Sinn eines Textes nicht versteht. In diesen Fällen hilft die Hermeneutik, indem sie Regeln und Methoden an die Hand gibt, um das richtige Verstehen anzuleiten. Klassischerweise findet sie Anwendung vor allem bei der Auslegung theologischer und juristischer Texte. Ein völlig neues, philosophisches Verständnis der Hermeneutik setzt mit Martin Heidegger ein. Für Heidegger wächst das Problem des Verstehens nicht erst da, wo wir es mit Texten zu tun haben, sondern schon viel ursprünglicher überall dort, wo der Mensch versucht, sich selbst und seine Welt zu begreifen. Genau an diesen Punkt Heideggers knüpft Gadamer an. Was das genau bedeutet, möchte ich mit Grandin an einem besonderen Ort der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts besprechen, Heideggers Hütte. Gadamer schreibt an einer Stelle, dass sein eigenes Werden ohne Heidegger gar nicht zu denken war. Und dies ist der Schreibtisch von Heidegger, auf dem eben diese Gedanken auch entwickelt wurden, die für Gadamer dann so zentral waren. Das war kein bloßes gelehrtes oder problemgeschichtlich beruhigtes Tun. Der ganze Aristoteles rückte einem auf den Leib. Und als ich dann in Freiburg erste Anleitung empfing, gingen mir die Augen auf. Wenn Heidegger dozierte, sah man die Dinge vor sich, als ob sie körperhaft greifbar wären. Das war Begegnung mit lebendiger Sprache im Philosophieren, die von keiner technischen Präzision logischer Mittel einzuholen ist. Gadamer hat hier 4 Wochen verbracht, nach dem Ende des Sommersemesters 1923. Es war die Zeit der sehr hohen Inflation in Deutschland. Also das war eine riesen wirtschaftliche Krise. Und es gab eine große Wohnungsnot in Deutschland. Und da lud Martin Heidegger Hans-Georg Gadamer und seine Frau ein. Hier hat in dieser Hütte Gadamer jeden Tag mit Martin Heidegger philosophiert, hatte Privatunterricht und sie lasen Texte des Aristoteles, griechische Texte. Und ich würde sagen, Gadamer hat einen Crashkurs, also einen Intensivkurs in Philosophie und das hat sein Leben verwandelt. Was Gadamers Denken besonders verwandelt hat, war Heideggers Interpretation des hermeneutischen Zirkels. In der klassischen Hermeneutik ist damit gemeint, dass das Verstehen ein Wechselspiel zwischen Teil und Ganzem ist. Einen Buchstaben versteht man erst im Kontext des Wortes, ein Wort erst im Kontext des Satzes und einen Satz erst im Kontext des Textes. So entsteht eine Zirkelbewegung zwischen dem Verstehen des Einzelnen und dem Verstehen des Ganzen. In diesem Wechselspiel nähert sich der Interpret schrittweise einem immer umfassenderen Verständnis des Textes. Heideggers Pointe ist nun, dass dieser Vorgang immer schon von einem bestimmten Vorverständnis abhängig ist. Dazu gehören Erfahrungen, Vormeinungen und der kulturelle Hintergrund einer Person. So können neue Erfahrungen zu einem neuen Verständnis führen. Moby Dick liest sich mit 10 Jahren anders als mit 40. Daraus zieht Gadamer die Konsequenz, dass unsere Interpretationen niemals endgültig sind und dass das Verstehen ein dynamischer Prozess bleibt. Diesen Zirkel erwähnt Martin Heidegger in seiner Zeit, in Paragraphen 32, um zu sagen, dass wir immer von Voraussetzungen aus verstehen. Also es gibt in jeder Interpretation eine Vorhabe, also eine Vorbildung, es gibt eine Vorsicht, eine Intention, es gibt einen Vorgriff, so eine Vorbegrifflichkeit, die das Verstehen leitet. Und er sagt, ja, dass die Philologen sind manchmal empört darüber, dass es hier einen Zirkel in der Interpretation gebe. Man müsse diesen Zirkel vermeiden. Also man müsste möglichst seine Vormeinungen, seine Antizipation
ausschalten, wenn man objektiv interpretieren will. Richtig verstehen will. Richtig verstehen will. Also, und Martin Heidegger sagt auf provokative Weise, es kommt nicht darauf an, aus dem Zirkel herauszukommen, sondern in ihn in der rechten Weise hineinzukommen. Und er hat den Zirkel auf diese Weise in den Augen Hans-Georg Gadamers positiv aufgewertet. Also die Vormeinungen, die Antizipation des Verstehens bringen die Texte zum Sprechen. Sie sind insofern der Motor, ein Bestandteil allen Verstehens. Aber hier gibt es eine kleine Differenz zwischen Martin Heideggers und Hans-Georg Gadamers Deutung des Zirkels, also die nicht von allen gesehen wird. Martin Heidegger hat das gesagt, um zu unterschreiben, dass man diese Antizipation sehr wohl revidieren kann. Mhm. Es kommt darauf an, in den Zirkel in der rechten Weise hineinzukommen. Also was sind meine Vormeinungen, was sind meine Vorhaben, Vorsicht und Vorgriff. Und Heidegger war durchaus der Meinung, dass man sie revidieren kann. Und diese Revision der Vormeinungen nannte Heidegger die Auslegung. Auslegung bedeutet bei ihm die Auseinanderlegung, die Erklärung, also die Erhellung der eigenen Vormeinungen. Aber was Gadamer daraus machte, war etwas anders. Er hat gesagt, nein, wir können nicht all unsere Vormeinungen klären, aufhellen. Wir sind immer von einer gewissen Tradition oder von gewissen Traditionen abhängig. Und das ist für ihn das Revolutionäre. Dass, die Standortgebundenheit des Verstehens gehört mit zum Verstehensprozess. Da würde ich gerne anknüpfen mit einem ganz zentralen Begriff, nämlich Gadamers Verständnis des Vorurteils. Ja. Also der erste Unterschied zwischen Martin Heidegger und Gadamer hier ist, dass Gadamer von Vorurteilen spricht. Martin Heidegger hat das nicht gesagt. Er sprach immer von Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff. Und die Zielscheibe ist auch anders. Die Zielscheibe Gadamers ist die Auffassung, der zufolge die Interpretation frei von allen Vormeinungen sein soll, wenn sie objektiv gültig sein soll. Und das ist eine Idee, die mit der Vorurteilskritik der Aufklärung aufgekommen ist. Und die möchte Gadamer revidieren. Er möchte das Vorurteil der Aufklärung gegen die Vorurteile revidieren. Also die Pointe ist, dass Gadamer dadurch Aufklärungsarbeit leistet. Ja. Er möchte selber ein Vorurteil revidieren. Aber welches Vorurteil? Das Vorurteil gegen die Vorurteile. Und natürlich, das ist sehr provokativ. Ne? Gadamer sagt, nur im Deutschen hätte der Begriff des Vorurteils eine negative Konnotation, während es auf Französisch Préjugé légitime gäbe. Aber natürlich, Französisch ist meine Muttersprache und hier möchte ich sagen, auch auf Französisch hat Préjugé, Vorurteile, eine sehr negative Konnotation. Also, haben Sie mit Gadamer darüber geredet? Ja, aber Gadamer wusste das natürlich. Aber wir sind so sehr von der Aufklärung beeinflusst. Wir sind so sehr alle und Gadamer selbst Kinder der Aufklärung, dass Vorurteile diese negative Komponente, Konnotation haben. Das wusste Gadamer. Aber Gadamer sagte das sehr wohl, um ein Vorurteil zu revidieren. Also hat die Aufklärung sozusagen auf sich selbst angewendet. Eine weitere provokative These von Gadamer ist, die man vielleicht auch mit Heidegger eben verbinden kann, dass eben diese Vorurteile, diese Vorstruktur des Daseins, diese Geschichtlichkeit nicht etwa ein Hindernis im Verstehensprozess ist, sondern geradezu die Bedingung dafür. Also ohne Antizipation, so vage sie auch sein mögen, könnten wir nicht verstehen. Also insofern ist, haben Sie das Richtige gesagt? Also Vormeinungen bringen sich ins Spiel. Das ist natürlich die Metapher, die Gadamer mag. Aber diese Vormeinungen werden im Laufe der Auslegung des tieferen Eindringens in die Sache immer revidiert. Wenn man will, Vorurteile werden durch bessere Vorurteile ersetzt.
Es lässt sich nicht über Martin Heidegger sprechen, ohne seine Verwicklung in den Nationalsozialismus zu thematisieren. Die aktuell veröffentlichten sogenannten schwarzen Hefte können als so etwas wie Heideggers philosophische Tagebücher verstanden werden. Diese haben die Diskussion darüber neu entfacht, ob und inwieweit Heideggers Philosophie mit der NS-Ideologie verbunden ist. Von Grandeur wollte ich nun wissen, was Gadamer selbst zu dem Engagement seines Lehrers gedacht hat. Das ist die große Frage, die man immer wieder stellt. Das ist, also Hans-Georg Gadamer hat das lebhaftig verfolgt und hat Heidegger vor seinem Engagement kennengelernt und hat natürlich zur Kenntnis genommen, dass Martin Heidegger Rektor der Universität war und Parteimitglied geworden ist, also zum 1. Mai 1933. Und Gadamer hat später gesagt, dass, und das hat Karl Löwit auch bestätigt, dass seine Schüler, die in Marburg geblieben waren, also Leute wie Löwit, Gadamer und Gerhard Krüger, erschrocken waren über Heideggers Engagement. Und sicher ist, dass sie ihm nicht Folge geleistet haben. Was können wir also am Ende aus den Überlegungen Gadamers festhalten? Für Gadamer lässt sich Verstehen nicht erzwingen, einfordern oder gar planen. Vielmehr ist es etwas, was uns unerwartet trifft. Aber auch wenn sich das Verstehen unserer Kontrolle entzieht, fordert Gadamer uns auf, die Neugierde zu bewahren und das Streben nach Verstehen nie aufzugeben. An diesem Punkt hilft uns die Hoffnung. Der Begriff Hoffnung war für Gadamer ein ganz zentraler Begriff, insbesondere für den alten Gadamer. Gibt es Hoffnung? Man kann nicht ohne Hoffnung leben. Und der letzte Gadamer, der Gadamer der letzten 10 Jahre, hat immer gesagt, kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Und er fügte hinzu, das ist der einzige Satz, den ich ohne Einschränkung weiter verteidigen würde. Und wir sind hoffende Wesen. Wir hoffen stets auf eine bessere Zukunft. Und Gadamer sagte sogar, der Pessimist ist unaufrichtig. Er versucht, sich selbst zu betrügen, indem er sagt, ah, es ist so schlimm, es wird immer schlimmer. In der Hoffnung, in der geheimen Hoffnung, sich selbst zu betrügen und von einem glücklichen Ausgang der Ereignisse überrascht zu werden. Haben Sie noch was, ein letztes Wort? Es gibt kein letztes Wort in einem Gespräch. Also es gibt nur eine Unterbrechung, bis das Gespräch wieder anfängt. Vielen Dank dafür. Und ich würde am Ende der Sendung noch ein Zitat bringen von Hans-Georg Gadamer, das meines Erachtens seine Philosophie und seine Haltung zum Verstehen auf den Punkt bringt. Und Gadamer hat einmal geschrieben, die Kunst des Verstehens ist sicher von allen Dingen die Kunst des Zuhörens. Dazu gehört aber auch noch, dass man offen lässt, ob nicht der andere Recht haben könnte. Musik.